Heute möchte ich Euch dazu animieren, einmal bewusst zu realisieren, was ihr tun könnt und vor allem, was ihr nicht tun könnt. Ihr kennt das vielleicht aus eurer eigenen Krankengeschichte oder aus Erzählungen und Erfahrungen Bekannter und Verwandter. Wenn sie nachdem sie zum Beispiel ein Bein gebrochen haben und wieder laufen können oder nach einer Augenoperation wieder sehen konnten, mit Euch geredet haben. Oder Menschen, die darunter leiden, dass sie eben nicht mehr sehen können oder nicht mehr laufen können. Ich habe einmal bewusst mich gebückt, um etwas aufzuheben. Und beim Bücken habe ich dann bewusst jeden Muskel, der mit diesem Bückvorgang zusammenhängt, bewusst gespürt und die Dynamik des Körpers erfasst und die Flexibilität, mehr die Fingerarbeiten, wie sich das aufzuhebende Stück an die Finger anpasst oder die Finger an das aufzuhebende Stück, wie agil und wie leistungsfähig diese Prozesse sind und vor allem noch viel wichtiger, dass ich diese Prozesse noch ausführen kann. Wie viele Menschen heulen im Alter rum, dass sie nicht mehr richtig laufen können? So. Aber wie viele von diesen Menschen waren wirklich täglich dankbar dafür, dass sie in den jungen Jahren laufen konnten? So, denn sie laufen konnten. Wie viele Menschen realisieren erst dann, wenn sie etwas nicht mehr haben oder nicht mehr können, wie wichtig und wie toll diese Sachen gewesen sind? Das ist doch bizarr eigentlich. Das ist wieder eine Frage für die Bewusstheit. Das ist auch wieder ein Zeichen für diese unerträgliche Maßlosigkeit und für die Arroganz des Menschen. Wenn ihr aus dem Haus geht, dann seid dankbar und genießt das Gefühl, dass ihr mit euren Beinen wirklich noch laufen könnt. Und ärgert euch nicht darüber, dass ihr so früh aufstehen musst und auf der Arbeit wieder Person XYZ begegnet. Genießt die Dynamik in jedem Schritt, den ihr die Treppe selbstständig runtergeht. Wie ihr euren Arm anheben könnt und die unglaubliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit eurer Finger, wenn ihr die Klinke runterdrückt und die Haustür öffnet. Und wenn ihr dann aus dem Haus raus seid, dann verweilt einmal kurz draußen an der frischen Luft und atmet diesen Sauerstoff ein. Und spürt, wie dieser Sauerstoff und die Verarbeitung des Sauerstoffs in eurem Körper der Grund überhaupt dafür ist, dass ihr lebt. Ne? Oder lebt, wie ihr es kennt und wahrnehmen könnt. Leben ist universell und immer, aber das ist ein anderes Thema. Aber ihr könnt das reflektieren, dieses Atmen und die Prozesse, die ablaufen, der Biochemie, wenn ihr das kennt. Aber ihr könnt es auch einfach nur spüren. Aber seid dankbar, dass ihr einen bewussten Zugang zur universellen Bewusstheit erlangt habt, der außerhalb des Menschen in der Form überhaupt nicht möglich ist. Genießt es, dass ihr ohne irgendwelche Geräte und Apparaturen atmen könnt. Dass ihr unabhängig von künstlichen Hilfsmaschinen euer Leben leben dürft. Dass ihr Leben sein dürft. Und wenn ihr diese Dankbarkeit dafür nicht in euren Kopf bekommt, dann stellt euch vor, dass ihr irgendwo im Krankenbett liegt, dass ihr Krebs habt, dass ihr blind seid oder dass ihr keine Arme mehr habt. Realisiert wirklich nochmal tagtäglich, so oft es geht, so oft es euch möglich ist, diese Situation, in der ihr euch befindet oder eben in der ihr euch nicht befindet. Nicht das Geld oder das soziale Standing, das ist Nebensache und überhaupt nicht lohnenswert. Darüber müsst ihr nicht reflektieren. Darüber nachzudenken, lohnt nicht, weil es hat kein Fundament, sondern dass ihr lebt darüber, dass ihr da auch dankbar seid, dass ihr ein Bewusstsein habt und das Leben minütlich wertschätzen könnt, da ihr ja, das Potenzial habt zu erkennen, dass dies nicht selbstverständlich ist. Ne? Offensichtlich, es gibt Menschen, denen es nicht so geht. Das ist ein befreiendes, unglaublich euphorisches Glücksgefühl, was ihr mit diesem Bewusstsein auslöst, wenn ihr dieses Bewusstsein in euch hervorruft. Und lasst es zu, dass euer Gesicht dabei zu lachen anfängt und gebt der Freude, die dieses Bewusstsein in euch auslöst, auch Raum und genießt diese Situation. Genießt nicht euer Leben mit irgendwelchen formgebundenen Aussagen, wie ich mich freue, dass ich bin dankbar, dass ich so eine schöne Küche habe oder so ein Auto habe oder dass ich in Deutschland lebe und nicht in Armut in Afrika aufwachse und so weiter. Das ist alles nur ja, konditionierter Blödsinn. Es ist nicht schöner, die Verpflichtung durch Besitz zu haben und es ist nicht immer schöner eingezwängt in einem gesellschaftlich konditionierten Skelett zu leben. Nur weil man aufgrund der besseren medizinischen Versorgung dann länger lebt. Ne? Da ist es nicht automatisch besser. Es kann wunderbar sein, nur 30 oder 40 Jahre zu leben, wenn man sich frei bewegen kann. Wenn man die Beeinflussung durch Wirtschaft und Politik irgendwo in der Ferne wahrnimmt, aber nicht für sich selber, sondern für andere. Feiert das Leben als solches. Leben ist Laufen. Leben ist Atmen. Und Leben ist Lachen. Genießt diese Dinge, wie ihr bewusst die Dynamik des Lebens in eurem Geist und in eurem Körper spürt. Schwingt mit der Energie des Universums.
deren Manifestation das Leben selber ist. Gebt euch diesen positiven Gefühlen, diesen Einsseins mit dem Leben um euch herum hin. Alles lebt, ihr lebt, der Stein lebt, die Bäume leben, ne? Die Luft lebt, alles ist in Bewegung und alles interagiert miteinander. Und wenn ihr da wirklich richtig tief ins Bewusstsein reingeht und das Leben dann spürt, dann erkennt ihr nämlich auch, dass es gar nicht so etwas gibt wie dein Leben, sondern es gibt nur das Leben. Leben ist universal und nicht abgegrenzt. Denn wenn ihr sterbt, dann ändert sich die Energie auch nur wieder und geht in die Erde über, woraus Pflanzen und Kleinstlebewesen und so weiter entstehen. Leben existiert universell und nicht abgegrenzt. Dein Gehirn kann es abgrenzen, aber das führt nur zu Leid. Dann denkst du darüber nach, dass du ja irgendwann tot bist, ne? Und siehst das als Gegenteil von Leben an. Ich bin tot. Da bin ich nicht mehr am Leben. Aber es gibt kein Gegenteil von Leben, weil Leben ist ewig und es ist immer existent. Tod ist das Gegenteil von Geburt, eines abgegrenzten Teils des Lebens, nämlich des menschlichen Lebens. Aber eben nicht das Leben selber. Du bist aber Leben. Und auch wenn gewisse Dinge im Menschentod nicht mehr von dir wahrgenommen werden, durch das menschliche Bewusstsein, was aber auch wieder nur ein Teil des universellen Lebens darstellt, so ist das Leben, die Energie des Universums trotzdem noch existent und ändert sich einfach nur. Ne? Alles ändert sich ständig. Dein Körper ändert sich ständig. Da ist der Tod kein Problem. Tod gehört zum Leben dazu und ist eben nicht das Gegenteil. Und durch die Konzentration und das Bewusstsein auf die Essenz, das Leben selber und nicht irgendwelcher menschlich definierter Ausprägung eines schönen Lebens, kannst du dieses wahre universelle Leben erfahren und mit jeder Faser deines Körpers spüren, wie schön und wie einzigartig das Leben ist. Das Leben, ne? Da versuch wirklich jeden Tag das Leben zu spüren. Nicht dein Leben, denn das gibt es nicht. Nur das Leben. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, ist alles gut und es gibt keine Probleme für dich mehr. Alles im Zusammenhang, ja, den du nicht verstehen kannst. Nicht mit unserem Denken, aber du kannst ihn erfahren und erfühlen. Und eventuell spürst du so ein bisschen das Gefühl durch das Video hindurch, was ich damit meine. Auch wenn du es gedanklich wahrscheinlich nicht folgen kannst oder ja, irgendwo sagst, nö, aber das und das, also Argumente dagegen findest, dein Denken einsetzt und so weiter. Ja. Also wenn du das täglich in dein Leben einbauen wirst, diese bewussten Momente, diese Reflektieren für das Leben, dann ja, muss ich dir sagen, dann wirst du einen unglaublichen Boost empfinden. Einen unglaublichen Boost, weil die Probleme haben sich alle aufgelöst. Komplett. Es gibt keine Probleme mehr für dich. In dem Zusammenhang empfehle ich euch immer das Video über die Langeweile und warum wir überhaupt Langeweile spüren, weil Langeweile ist für viele Menschen auch einfach nur ein Problem. Ich hoffe, ich konnte euch etwas animieren, täglich wirklich bewusst zu leben, auch wenn euer Geist vielleicht nicht alles jetzt erfassen und nachvollziehen konnte, ne? Weil ich das natürlich auch nicht so wiedergeben kann, wie es ist, weil es eben vom Denken initiiert ist und weil ich die Sprache gebrauche. Aber ich bin mir sicher, dass einige unter euch, ja, dass ihr einfach wirklich, dass ich das Gefühl transportieren könnte, das, was ich damit aussagen möchte. Geht diesem Gefühl wirklich nach und lebt das Leben. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian.